Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu WRC8 und ich darf euch begrüßen in der Türkei. Wir reisen jetzt mal hin und werden uns mal hier ganz entspannt Tag 1 anschauen. Werden wir schon mal nicht mehr hinkriegen. Deswegen werden wir das Ziel gleich mal ändern. Ja, das werden wir sehen. So, dann starten wir mal rein hier. Ja, na logisch, am ersten Tag gleich eine Epic Stage. Wie soll es auch anders sein? Ich glaube, wir werden in dem Fall mit dem normalen Setup fahren. Bodenfreiheit. Da wäre ich eher noch ein bisschen raufgehen in der Türkei, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles andere lassen wir mal auf Standard. Moment mal, 14. Nö, da werden wir wieder mit unseren Weichen fahren, würde ich sagen. Außerdem haben wir eh die Challenge. Ja, könnte ein bisschen eng werden, aber wir haben ja gesagt, wenn es irgendwie geht, mit den Weichen. Wenn es irgendwie geht, dann mit dem Weichenreifen. Tja, dann würde ich sagen, viel Spaß, es geht los in der Türkei mit der ersten Etappe. Und ja, los geht's, würde ich sagen. 80, links 6, macht zu, in rechts 5, nicht schneiden und rechts 4 kurz. In ob man Shakedown braucht, einen kleinen oder ob man... In links 4, macht zu, in rechts voll. Und ja, wir sind ja so ein bisschen im Asphalt drinnen. Rechts 4, nicht schneiden. Könnte an der einen Stelle, einer anderen Stelle vielleicht ein bisschen kritisch werden. Verengung in links 4, halten im Sprung über Kuppe. In rechts 5 uneben und links 4 in rechts 3 innen halten. Und links 3 in rechts 5 innen halten, nicht schneiden, uneben. Ja, ich glaube, das etwas höher stellen war gar nicht so schlecht. Kurz. Und mittig halten über Kuppe in links 4, in rechts 4 kurz, nicht schneiden, 30. Achtung, rechts 3, Übersprung, innen halten. In links 4, in rechts 5. Und links 3, macht zu und rechts 4, nicht schneiden, in links 4. Und links 5, kurz, in rechts 3. Achtung, scharf rechts, Baum innen, 30. Bremsen, links 3, in scharf rechts, 30. Links 3, kurz. In rechts 4, mach zu, in links 3, mach zu. In rechts 3, kurz, nicht schneiden. In rechts 4 und links 2, kurz, macht auf. Und links 4, mach zu, in rechts 3, kurz, macht auf. Und links 2, kurz, nicht schneiden, 30. Rechts 1 und Knoten, sehr eng, für 30. Links 4, Verengung in rechts 3. In links 3 kurz, in rechts 3 kurz. Und links 4 kurz und rechts 3 innen halten. Ah, es könnte ein leichter Schaden gewesen sein, blöderweise. Macht auf, hängt nach außen. Und links 4 macht zu kurz, in rechts 4 mittel 30. Bodenwelle in links 5. Und rechts 4, macht zu, in links 3 kurz, in rechts 3 mittel. In Gefahr, links 1, Verengung, in rechts 2. In links 2, in rechts 2. Und links 1, macht auf und rechts 4 kurz. In Knoten, 20.
Links 2 kurz leicht schneiden und rechts 3 nicht schneiden. In links voll uneben, 150. Links 6 uneben, macht zu. In rechts 4 nicht schneiden und rechts 5 nicht schneiden. Und links 5 über Kuppe, macht zu, 3, 60. Links 3 macht zu. Und rechts 4 uneben, 60. Links 2 kurz über Kuppe und rechts voll nicht schneiden, 50. Abzweig links, Verengung, in rechts voll macht zu. Boah, Alter Schwede, was für ein Eck da. Und Haarnadel links, in rechts 2 kurz, 30. Links 2, Verengung, 30. Haarnadel rechts nicht schneiden und links 2 nicht schneiden. Und rechts 2 in Haarnadel links macht auf. Und Haarnadel rechts 30. Scheibe, die ist ja nur mehr permanent am Vibrieren hier. Rechts 2 macht auf in links 3 Mittel, macht zu 1. Und rechts voll in links voll macht zu 4 kurz. Und rechts 1 macht auf 30. Rechts voll Verengung und links 5 in rechts 5 macht zu, uneben. Und rechts voll über Kuppe, Verengung in rechts 4. Und links 1 und rechts voll 30. Haarnadel rechts in rechts voll. Und links voll über Kuppe. Achtung, bremsen links 3, innen halten bei Abzweig, 80. Rechts voll, in Sprung mittig halten, 100. Großer Sprung über Kuppe, mittig halten, 200. Ja, ich mag keine Sprünge, da fahre ich immer sehr defensiv. Rechts 6 über Kuppe, 50. Rechts voll, 30. Ja, hier Achtung, verlieren wir sicher Zeit bei der schnellen Massage. Und rechts voll, über Ziel. Zumindest keinen... Ja, okay. Ja, okay. Alles gut. Alles gut. Sehr vorsichtig gefahren, aber ja. Komplett im Rennen, würde ich sagen. Perfekt. Ja, die Epic muss natürlich logischerweise auch in der Nacht sein. So, zum Schluss, letzten 3, 2, müssen wir dann aufpassen, und die letzte. Links 6, macht zu, in rechts 5, nicht schneiden, und rechts 4, dann wird der Grip das erste Mal hinten ein bisschen weniger werden. Wird dann kritisch werden. Wir haben mal die ersten zwei Kurven verkackt hier, so, Konzentration, Freunde. Los geht's. Links 6, macht zu, in rechts 5, nicht schneiden, und rechts 4 kurz, in links 4, in Knoten. In links 4, macht zu, in rechts voll. Und rechts 5, sehr eng, und rechts 4, nicht schneiden. Und links 6, Verengung in links 4, halten in Sprung über Kuppe. In rechts 5, uneben, und links 4, in rechts 3, innen halten. Und links 3, in rechts 5, innen halten, nicht schneiden, uneben. In links 4 halten, in rechts 5 kurz. Und mittig halten über Kuppe in links 4, in rechts 4 kurz, nicht schneiden, 30. Achtung, rechts 3 über Sprung, innen halten, in links 4, in rechts 5. Und links 3 macht zu und rechts 4 nicht schneiden, in links 4. Und links 5 kurz in rechts 3. Achtung, scharf rechts, Baum innen, 30. Bremsen, links 3 in scharf rechts, 30. Links 3 kurz. In rechts 4, macht zu, in links 3, macht zu. In rechts 3 kurz, nicht schneiden. In rechts 4 und links 2 kurz, macht auf.
Und links 4 macht zu in rechts 3 kurz. Macht auf. Und links 2 kurz. Ah, da steht auch schon einer. 30. Rechts 1 und Knoten. War das wieder noch ein bisschen drüber, ist der Blickwinkel ausgefallen. Links 4 Verengung in rechts 3. In links 3 kurz, in rechts 3 kurz. Und links 4 kurz und rechts 3 innen halten. Achtung, links 2 über Kuppe, macht auf, hängt nach außen. Und links 4 macht zu kurz, in rechts 4 Mittel 30. Bodenwelle in links 5. Und rechts 4 macht zu in links 3 kurz, in rechts 3 Mittel. In Gefahr, links 1 Verengung, in rechts 2, in links 2, in rechts 2. Und links 1 macht auf und rechts 4 kurz. In Knoten, 20. Links 2 kurz, leicht schneiden und rechts 3 nicht schneiden. In links voll, uneben, 150. Links 6 uneben, macht zu. In rechts 4 nicht schneiden und rechts 5 nicht schneiden. Und links 5 über Kuppe macht zu 3, 60. Links 3 macht zu. Und rechts 4 uneben, 60. Oh, mega Glück gehabt, schon das dritte Mal, glaube ich. Links 2 kurz über Kuppe und rechts voll nicht schneiden, 50. Abzweig links Verengung in rechts voll macht zu. Und Haarnadel links in rechts 2 kurz 30. Links 2 Verengung 30. Haarnadel rechts nicht schneiden und links 2 nicht schneiden. Und rechts 2 in Haarnadel links macht auf. Und Haarnadel rechts, 30. Rechts 2 macht auf in links 3 Mittel, macht zu, 1. Und rechts voll in links voll macht zu, 4, kurz. Und rechts 1 macht auf, 30. Rechts voll Verengung und links 5 in rechts 5 macht zu, uneben. Und rechts voll über Kuppe, Verengung in rechts 4. Und links 1 und rechts voll 30. Haarnadel rechts in rechts voll. Und links voll über Kuppe. Achtung, bremsen links 3, innen halten bei Abzweig, 80. Oh, nur 3 Sekunden, dann Gott sei Dank. Rechts voll in Sprung mittig halten, 100. Also mit etwas Sprung über Kuppe, mittig halten, 200. Aus. Rechts 6 über Kuppe, 50. Rechts voll, 30. Achtung, rechts 4 kurz über Kuppe. Und rechts voll, 100. Achtung, rechts 3 kurz, macht auf. Ja, rechts aber 3 kurz. Boah, glaube ich, das Ziel. Und links 4 lang. Und Knoten in links 4, 20. Rechts 4, macht zu. Und rechts 3 in links 3 kurz, macht auf. Scharf bremsen, Haarnadel links. Und rechts 3 uneben, nicht schneiden, macht auf 30, mittig halten. Links 3 macht zu, in rechts voll 50. Rechts 4 kurz 120. Scharf rechts macht auf. In links voll, in rechts 6 über Bodenwelle und links 5 macht zu. Und rechts 5. Alles rot bis jetzt, das ist natürlich schwierig. Und links 5 Verengung über Kuppe. Einmal grün jetzt, nice. 4.
und links 2 schneiden in rechts 4. Mach zu. Das stimmt mich wieder etwas positiver jetzt. Rechts 5 Verengung. Und rechts 5 kurz, mach zu 3. Keine Aber ist auch schwer, die Kairali. Ist auch schwer, muss man sagen. In links 6, 30. Anspruchsvoll, aber auch geil irgendwo, auf seine Art und Weise. Nicht schneiden und rechts 2. Yep. Und links 3 macht zu und rechts 3 kurz. Und links 3 kurz in rechts 3. Und links voll und rechts 6 macht zu 3 kurz, sehr eng. In links 5 und rechts 6. In links 3 kurz, in rechts 4, in links 4 Verengung. Und links 5, 30. Rechts 5, bremsen für Haarnadel links, 30. Rechts voll, lang, mach zu, 3, Fels innen. In links 3 kurz, in rechts 5, nicht schneiden. In links 2 kurz, 40. In links 3 kurz, in rechts 4, in links 5 kurz. Und rechts 5 halten, in links 4 kurz, in rechts 3 innen halten. Rechts 4 kurz, in links 3 kurz, 100. Achtung, bremsen, scharf links, ballen innen, 30. Links 6, in Sprung, über Kuppe, in rechts 5. Und links 4, nicht schneiden. Und rechts 4 kurz, in links 5, in rechts 6, macht zu, 30. Rechts 4 kurz, nicht schneiden, in links 3 halten, in rechts 3 kurz. Und links 3 in rechts 4, macht zu. In links 3 kurz, in rechts voll. Und rechts 4 kurz, ja, was nicht so geil ist mehr, muss man halt leider sagen. Voll in Haarnadel links, da fast bei jeder 4. Ecke muss man hier fast so Vollbremsung und stehen bleiben, eigentlich im Prinzip fast. Also die Reifen in Arsch, die Dämpfung natürlich auch ein bisschen, die Federn. Und links 5 bremsen, über Kuppel in rechts 4 kurz. Und Abzweig links, Verengung in rechts 4, bremsen in links 3, Verengung. In rechts 4, in links 5 lang, nicht schneiden. Jetzt sollte man wirklich aufpassen, so gut wie möglich. In rechts 3 leicht schneiden, in links 4 nicht schneiden. Hilft ja nichts. In rechts 5 macht zu, 3 Barriere außen. Boah. Und rechts 4, Verengung, 30. Jetzt null Grip mehr. Rechts 2, sehr eng, 30. Boah, jetzt ist extrem kritisch. Gib nur ein bisschen Gas und ich rutsche, aber das in ist rechts ja richtig gemacht, wirklich. Sorry, Freunde, sorry den Ausdruck. Und aber links 2 in rechts voll, nicht schneiden. Da. Ich stehe mit 10 km/h, ich ja, 30 und ich rutsche komplett raus, glaube ich. In links 4, mach so zu, schnell kann der Reifen kann nicht sein, also das ist ja wirklich. Und rechts 3 mittel, mach zu. Das Schlimme ist, wie bei Formel 1 mit dem Slick im Ring zu fahren. In links 2 da habe ich mehr Grip. Nicht schneiden. Und rechts 4 macht zu. Jetzt ist extrem übertrieben. Und rechts 2 kurz 30. Links 5 mittel und schnelle Knoten. In links 6 kurz 30. Ah, jetzt werden wir extrem rechts viel verlieren. Kurz Baum innen und links voll mittel, Verengung uneben. Rechts 6, 50. Das ist auch interessant, dass mir die abgefallenen Reifen sind oder auch die Federung, wie viel da was jetzt mit ein. In rechts 4 kurz 30. Achtung, links 3 macht zu 2 bei Abzweig. Und rechts 4 kurz, nicht schneiden. Einzig positive, wir sind nicht mehr allzu weit weg vom Ziel. In links 3 und rechts 6 kurz, in links 5 kurz. In rechts 5, in links 5 kurz. Und scharf bremsen rechts 2, nicht schneiden, in links 3 kurz. In links 4 kurz. Links 4 kurz, nicht schneiden, in rechts 3, mach zu. In links 4 kurz, in rechts 2 kurz. In links 3, 80. Das ist nicht mehr lustig. Links 3, mach zu, in rechts voll.
Alter, 20! Da hab ich 20 Runden! Da hab ich mit meinem privaten Auto 10 mal mehr Grip hier. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Es ist einfach... Schaut sich das an, ich komme nicht mal um die Handbremse um die Ecke. Rechts 4, kurz, 50. Rechts 4, schneiden, 80. Gefahr, Schikane links, Verengung durch Tor. Ja, wird ja auch hier, haben sie mir da eine Schikane einbaut, ja. Indem sie mir so massiv den Grip beraubt habt. Rechts 5, kurz, 100. Links voll, macht zu, in rechts voll zum Ziel. Ja, das hat keinen Spaß mehr gemacht jetzt. Fast nur mal stehen bleiben. Ja, genau eine Minute. Alles klar. Danke fürs Gespräch. Ich glaube, jedes Kommentar überflüssig. So, 6,6. Dann noch leichter Regen und dann nochmal die Epic. Die Epic sage ich schon, die ist super special. Da werden wir wieder eventuell von außen fahren. Ja, Minute Rückstand. Ja, die Federn ein bisschen im Arsch, aber das war halt meiner Meinung nach. Ja, zu viel. Extrem zu viel. Weil, warum sollte ich hier fast im Stehen mit 30, 20 km/h noch immer rausrutschen? So schlecht. Jetzt habe ich nur mehr 30, 40% Reifenprozent gehabt, also... Egal. Nee, das ist... Jedes Kommentar überflüssig. Ihr habt das eh gesehen. Gut, ich sag danke fürs Zuschauen. Und ja, Tag 2 gibt es trotzdem. Dann... demnächst wieder hier bei meinem Kanal. Ich hoffe, ich darf euch dann wieder begrüßen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.